Warnung! Dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Zuschauer, die Angst vor der Dunkelheit, fürchterliche Kreaturen, Brutalität, Blut und fehlende Körperteile haben, sollten jetzt sofort abschalten. Ich habe euch gewarnt. Was bisher geschah? Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Keine Sorge, ich leg dich schon ins Bett. Wütend ist sie zum Fürchten. Ich leg dich schon ins Bett. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. So lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Was? Was? Ja, runter! Was zur Hölle? Solche blöden Schweine. Rose. Die Fortsetzung. Alter, das ist ja von 0 auf 100 plötzlich so voll eskaliert. Okay. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Oh, Mist. Da muss ich rangehen. Ach du Scheiße. Das ist ja völlig eskaliert. Ich bin immer noch im Schock. Ja, okay, Schock kann man jetzt nicht sagen, aber keine Ahnung. Ein bisschen angespannt. Aber jetzt kennen wir den Plot. Wir gehen jetzt auf die Suche nach unserer Tochter. Resident Evil Franchise hat einfach mal einen Charakter weggemacht. Rest in Peace, Mia. Leute, schreibt es in die Kommentare. Rest in Peace, Mia. Wird auch Zeit. Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab muss geguckt werden. Oh, fuck. Holy shit. Was ist jetzt passiert? Scheiße, was ist passiert? Ha, das war genau die gleiche Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Siehst du, Ethan? Wir denken dasselbe. Wir sind im Einklang. So, mein Handy ist nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziele. Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zum Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Alter, ich zitter immer noch wie verrückt. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Es ist so kalt hier. Es ist so kalt. Okay, ich höre auf. Was hat das angestellt? Wir waren hier wahrscheinlich auf dem Weg zu Standort C oder irgendwie sowas. Und dann hat uns irgendwas angegriffen. Und jetzt kommt wieder dieses, Klischee, alleine im Wald rumlaufen mit der Taschenlampe, bis uns irgendwas anspringen tut oder so.
und ich höre Schritte. Das ist natürlich sehr erleichternd, wenn man Schritte im Dunkeln hört. Okay. Aua. Trägst Stacheldraht. Richte doch mal die Kamera nach vorne. Keine Sorge, Ethan, das sind nur wilde Tiere, die im Dunkeln umherrennen. Wilde Tiere, die gerne Vögel essen. Noch mehr Vögel verspeisen. Alter, das ist hier ja ein Blutbad. Was habt ihr gegen Vögel? Warum seid ihr... Warum... Oh! Hilfe! Ach, das lebt ja noch! Kann ich den irgendwie befreien? Nee, natürlich nicht. Da kann... Ich hab keine Ahnung. Mausklicks gemacht, aber... Ist nichts passiert. Oh, oh. Irgendein Wolf oder irgendwas? Oh, okay. Okay. Da läuft es los. Federn? Ich hatte gerade ein Standbild, ich weiß nicht warum. Es ist hier so kalt, dass mein Bildschirm kurz eingefroren ist. Ah, tut mir leid, wenn jetzt noch mehr Kältewitze kommen, aber... Oh, tote Fische, okay. Irgendwas läuft hier zu. Alter. Ich höre überall Geräusche. Natürlich, immer schön dem Blut folgen. Immer schön dem Blut folgen. Das bringt nicht weiter. Vor allem dort, wo mir nichts passieren wird. Oh, Animation, okay. Warum hat dieses Schubladenöffnen jetzt eine Animation gebraucht? Soll das dramatisch sein? Soll da irgendwas passieren? Wasser? Natürlich tot. Tote Leitungen. So. Da hat jemand uns das Wasser abgedreht. Was? Ist da jemand? Im Schrank? Irgendein kleines Tier? Ein Poltergeist? Irgendetwas? Na super. Na super. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Das Blut geht runter in den Keller. Wie immer halt. Okay. Ja. Die Früchte sehen appetitlich aus. Gönne ich mir nachher, wenn ich Hunger habe. Schön. Oh, okay. Ja, gut. Warum erschrecke ich mich wegen so einem Dreck? Oh, ein zweiter Schrank mit Blut. Kleines Tier, bitte. Ah, eine Ratte. Okay. Puh, nur eine Ratte. Okay. So. Oh, was? Hilfe! Hilfe! Ruf bitte nicht deine Freunde, Ratte! Ich hab's mir anders überlegt. Bitte ruf deine Freunde. Ich mag's nicht gerne einsam im Dunkeln.
Da ist was gelaufen. Oder was war das? Ja, danke. Jemand hat mir den Weg versperrt. Ach komm. Oh, jetzt muss ich mich auf dieses Drecksblut hier. Da wird mir echt schlecht. Da wird mir schlecht. Oh, jetzt habe ich überall Blut drauf. Und ich weiß nicht mal von was. Was ist passiert? Ah, frag nicht, Ethan. Das ist ein Spiel. In Spielen kann alles passieren. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Oh, okay. Ich muss nicht mal Leertaste drücken. Einfach nur W. Praktisch. Okay. Zum Glück ist es hell. Ah, okay. Leertaste ist blocken, wie beim letzten Teil. Das heißt, wir müssen bald kämpfen. Wo zum Teufel bin ich? Im Dorf. Das sieht ein bisschen... oh. Ja. Das sieht ein bisschen unscharf aus. Hä? Warum ist Bildauflösung so niedrig? Ich habe vorher höher eingestellt. Oh, okay. Ich glaube, ich ändere das mal kurz. Da haben wir ein kleines Problem hier. Ich habe Grafikspeicher irgendwie komischerweise niedrig, obwohl ich vorher höher hatte. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Bin zurück. Habe ein paar Hintergrundprogramme gesperrt, habe ein paar andere Einstellungen halt niedriger gemacht, aber dafür die Auflösung so gestellt, wie es eigentlich sein sollte. Tut mir leid für die Unterbrechung, aber ja. Ja gut, zumindest sieht es ein kleines bisschen schärfer aus. Aber machen wir mal weiter. Hier den Hang runter. So, sind wir jetzt im Village? Hä? Der Titel vom Spiel? Ui. Das ist aber ein riesiges Schloss. Okay. Welche Türe nehmen wir zuerst? Ich nehme mal die rechte. Damit wir auf dem rechten Weg Vielleicht sind. Vielleicht sind sie unterwegs. Oh Gott. Schlechte Witze 2.0. Wird dieses Video heißen, glaube ich mal. Ah, okay. Also hat es doch Schubladen hier in diesem Spiel, die man aufknacken muss, wie der Vorgänger. Wir müssen Dietriche suchen, liebe Leute. Oh, schade. Ich habe gedacht, das wären ein paar. Jedoch sind das, keine Ahnung, irgendwelche Drogenspritzen oder so. Naja. Ich will mich jedenfalls nicht damit befassen. Die sind wahrscheinlich auch nicht steril oder so. Wer macht da so Geräusche? Dieses Knarren oder... Keine Ahnung, wie... Knarren, genau. Waffengeräusche. Hat hier im Stroh irgendwas? Ne? So... Nadel im Heuhaufen mäßig. So ein Dietrich finden. Wer weiß. Könnte so ein witziges Gimmick gewesen sein. Könnte, ja. Da haben sie die Chance aber leider nicht genutzt. Und ja, diese Kabine konnte man öffnen. Warum auch immer. Halt mal, warte. Ach. Hier geht's hoch. Also ich kann hier nicht hoch, aber da hat's eine Öffnung. Und da hat's eine verdächtig auffällig aussehende Käfig. Ja, genau. Nach diesem Wort habe ich gesucht. Kann ich da irgendwie rauf? Do not enter. Nicht betreten. Okay. Ja, das machen wir doch gleich. Verdammt.
Ich glaube, so gelb bzw. gold markierte Objekte sind Sachen, mit denen ich mich halt, ja, mit denen ich halt, ja, halt, die ich benutzen kann. Ist da oben jemand? Ach, was hat das hier verloren? Ja, keine Ahnung. Hat ein Kind hier rumliegen lassen und ist abgehauen oder hat in den Gras gebissen oder so. Hat ins Gras gebissen. Noch eine Kabine. Jumpscare. Ach, kann man nicht mal öffnen. Sag bloß, da kommt jetzt was raus. Das würde. Das wäre nicht so nice. Das würde mich nicht so. Oh, ich höre Musik, okay. Oh Gott. Was ist das denn? Ich bekomme gerade Resident Evil 4 Flashbacks. Por allí. No dejes que se escape. Vayan por detrás. Why are these people? Bloqueale el paso. What are they planning? That could be. Chainsaw. Shit. Te voy a matar. Son of. Ne, wo man da auch an so einem Dorf ankommt mit paar Dorfbewohnern, die aber nicht ganz helle im Kopf sind, die eher verrückt und ja, die eher einen töten wollen, anstatt ja, jemanden freundlich zu begrüßen. Beschlossen, okay. Oh, bitte keine Kettensägen-Typen. Ich hab die. Oh! Da ladet und da lädt uns jemand in ihr oder in sein Haus ein. Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt, okay? Na dann, wenn uns jemand so freundlich die Türe öffnet, da gehen wir doch mal rein. Da, sowas meine ich. Also. Mit solchen Objekten kann ich quasi. Wieso werde ich immer von Geräuschen unterbrochen? Oh, ein Messer. Ein Messer. Das ist sehr gut. Aber im Gegenzug auch sehr schlecht, weil eine Waffe in der Hand, beziehungsweise wenn man eine Waffe im Spiel findet. Das bedeutet immer kämpfen und Arznei. Gleich wird gerangelt. Sind Sie einfach weggelaufen? Gleich wird gefeitet. So. Ein bisschen trainieren davor. Okay. Gut. Jumpscare. Oh shit. Oh Wer sind Sie? shit. Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und. Psst. Was ist los? Der Vampirkönig aus der Geschichte? Oh nein. Sie kommen. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Ich habe so das Gefühl, dass dieser alte Mann auch in den Gras Nehmen Sie die beißen hier. wird. Nehmen Sie! Nehmen Sie! Okay. Jetzt haben wir eine Pistole. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Das war so klar, das war so klar. Was zum? Und ich spiele das Spiel auch blind, ehrlich. Kein Scheiß.
Aber dass sowas kommt, war doch klar. Ich bekomme jetzt die Shotgun vom alten... Oh, fuck. Eine Leiche? Ja, schau noch weiter hin. Noch mehr? Oh Gott, das ist ja hier... komplette Leichenhalle. Gottverdammte. Okay. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ja, das ist mein... Oh. Da bewegt sich was. Da vorne bewegt sich was. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Oh fuck! Oh fuck! Was sind das für Kreaturen? Oh Scheiße! Ah, ekelhaft! Oh, meine Finger! Mutanten? Vampire? Was ist das? Die Pistole! Jede Kugel muss sitzen. In den Kopf! Nein! Wenn ich versuche, seinen Kopf zu treffen, dann... ja, schieße ich daneben. Aber es fühlt sich viel flüssiger an. Es fühlt sich viel flüssiger an als der vorherige Teil. Beim vorherigen Teil hast du dich immer komisch bewegt, so als würdest du auf Konsole spielen, ne? So richtig langsam drehen und... keine Ahnung, jetzt fühlt sich das... mehr wie ein FPS-Shooter an, von daher. Aber das Zielen gefällt mir immer noch nicht, dieses Punkt-Zielen. Da will ich lieber so halt durch Kimme und Korn, ne? Okay. Das ist also die Chemikalie, womit man Sachen craften kann. So. Ah, Tab, okay. Tab ist wie beim vorherigen Teil auch Inventar. Und wie ich sehe... Oh, warte mal. Yay! Mein erstes Item gecraftet. Ich sehe, das Inventarsystem wurde vom guten alten Resident Evil 4 übernommen, wo man so einen Koffer hatte. Und wo man, soweit ich weiß, die Sachen bewegen und... ja, sein... Warte mal, Objekt stapeln. Ah, Shift, bewegen. Ah, das tut gut. Das tut gut. Ah, das haben sie nice gemacht, dass sie den alten Inventar, ja, halt Menü wieder zurückgebracht haben. Ah, mit F bestätige ich, okay. Wenn ich Mausklick mache, dann dreht er nur, ne? So, am Drehen. Aber das haben sie geil gemacht. Das ist gut für jeden Menschen, der so ein, keine Ahnung, den Drang hat, alles zu ordnen. Ah ja, stimmt, wo ist der alte Typ eigentlich? Oh, Bolzenschneider. Hey, das bekommt man am Anfang auch vom vorherigen Teil. Womit man diesen einen Schrank da aufknacken musste, um dann diese Sicherung für den Stromkasten zu kriegen. So, hier kann man nirgendwo hin. Das heißt, es gibt nur einen Weg, nämlich hier lang. Und da müssen wir auch den Bolzenschneider benutzen. Zack. Die gute alte selbe Animation von Teil 7.
Ah, da wird jemand weggeschleift. Ich glaube schon, dass das Vampire sind irgendwie. Weil der hatte schon so krasse... Oder Mutanten, keine Ahnung. So krasse Zähne. Ich meine, die Leichen unten in diesem Keller da, die waren schon blass, würde ich sagen. Mal scheiße aus hier. Ah, Munition. Ja. Definitiv Vampire. Da tut jemand speisen. Oh. Oh, halten, halten, halten. Halten! Okay, das konnte man in Teil 4 auch. Ah, die haben einige gute Elemente von älteren Spielen ja reingenommen. Das war eine gute Entscheidung. Weil Teil 4 habe ich sehr. Oh. Oh, fuck. Weil Teil 4 habe ich sehr oft und sehr gut gespielt. Weil es so Spaß gemacht hat. Teil 4 war allerdings in dritte Person Sicht, also nicht First Person wie hier. So finde ich es auch viel besser. Ja, okay. Es gibt Geschmäcker. Die einen wollen so, die anderen so. Oh, müssen wir jetzt gegen die alle kämpfen oder was? Das überlebe ich doch nicht. Verpiss dich! Oh, hier ist ja schon einer! Oh! Hilfe! Alter, der hat mich erschreckt, der ist von oben gekommen. Nein! Oh! Ich bin an eine Maustaste gekommen. Ich glaube, die Maustaste 4, also ich habe so Tasten an der Seite von meiner Maus. Oh fuck, oh fuck. Die ist auch zum Heilen da. Ich glaube, ich sollte nicht so viel reden, während ich kämpfe. Oh, ja, Mann. Gegner droppen Gegenstände. Auch von Teil 4. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ist es vorbei? Teil 4 Features ist the best. Feier ich. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus. Oben beim Acker. Überlebt? Ich traue dir nicht. Du willst mich nur verarschen. Das ist doch sicher nur ein Köder. Uah, guckt euch mal meine Hand an, ekelhaft. Einfach so abgebissen. Uah. Lecker, lecker. Menschenhand zum Frühstück. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, da hat's die Kiste. Das Spiel macht jetzt schon Bock. Das ist, glaubt nur der Anfang. Was heißt, die glaubt? Das ist natürlich der Anfang erstmal. Aber dass die so viele alte Features reingebracht haben von weißt, Resident Evil 4 ist mein Lieblingsteil. Und dass die da paar Features aus dem Teil reingebracht haben, das feiere ich echt. Oh oh. Oh, schießt doch. Och nee. Die Shotgun! Ja, Mann. Okay. Verdammt. Geladen und gesichert. Den Angriff überleben. Die sind voll Mehl, okay. Ich habe zwei Kugeln. Friss das! Du unheilvolle Kreatur. Wow! Was, die Reste? Oh oh, oh oh.
Die haben sogar Waffen. Stirb. Es nimmt kein Ende. Gehen fort mit euch. Was? Kristalliner Schädel? Ach, gefundene Schätze. Oh nein! Nein! Alter, ich hab gedacht, ich wäre jetzt tot. Ah. Ich brauche Munition. Warte. Stopp. Pause. Spielstopp. So. Einmal Medikit und einmal... Und das wird sich Lay. Sag mir nicht, es gibt wieder einen Shop. Man kann Schätze und Sachen verkaufen. Ja, Mann. Alter, die bringen so viele Teil 4 Features. Das ist mega geil. Muss aber jetzt nicht so viel labern, sondern mich auf die Situation konzentrieren. Ich habe nur ein Magazin, glaube ich, oder? Ja gut. Drei. Was habe ich da? Ein und einen halben. Ich hab gedacht, der 5er-Schuss war ein Magazin. Dabei habe ich 10 in meinem Magazin. Digga, wie willst du... Oh nein, ich habe mich blockiert. Wie willst du so viele Feinde besiegen? Mit so wenig Munition. Ja. Ich muss hier ein bisschen rumlaufen. Oh, warte. Oha, was hat der? Errungenschaftsstrategie. Alter, da ist so ein Riesenvieh. Oh nein, das war meine letzte Kugel. Hilfe! Das sind zu viele Gegner! Nein! Das sind zu viele Gegner! Bitte! Ich komme mit der Situation nicht klar! Hey Leute, ist das normal? Ist das normal oder habe ich irgendwas... Oder habe ich irgendwas verursacht, dass so viele Gegner kommen? Ach du heilige Scheiße! Stirb doch! Oh fuck, nein, von hinten! Bitte nicht, lass mich! Nein! Sag mir nicht, ich bin gestorben! Steh auf! Bitte! Ach, das war geskriptet? Das Spiel wollte nur sehen, wie lange ich überlebe. Hallo! Freundliches Gesicht. Oh Gott! Was für ein Monstrum, Alter! Bitte nicht! Nicht töten, bitte, ich habe euch nichts getan. Ich habe nur ein paar von euch getötet. Was? Okay. Wolltet ihr die Sache jetzt hier nicht beenden? Seit wann habe ich einen Pfeil im Knie? Soll das jetzt so ein Easter Egg von Skyrim sein? Pfeil im Knie? Alter, die Hand, die ist so die sieht so ekelhaft aus. Einfach abgebissen, die Hand. Ach ja, einigermaßen besser. Schamane?
Okay, Leute, ich glaube, das war zu viel Stress. Zu viele Gegner, zu viel Kampf für ein Video. Ich würde sagen, beenden wir mal den Teil hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Kann ich überhaupt speichern? Oh, ich hoffe, der tut automatisch speichern. Ah, hier liegt noch Geld. Ah, ich durchsuche erstmal hier ein bisschen Zeug. Bisschen looten. Ne? Ach, guck mal, ich konnte das hier auch verbarrikadieren. Ach, sowas sehe ich nicht direkt mit meinem Tunnelblick. So, habe ich was übersehen? Hier war ich ja schon. Hier habe ich sauber abgeklappert. Oh, ich kann hier wieder zurück. Okay. Ich habe gedacht, das wär jetzt gesperrt. Okay, gut. Ich hör irgendwas. Irgend so eine Glocke. Ach, mir egal. Ich glaube, wie bei jedem Resident Evil Teil muss ich wahrscheinlich bei so einer Schreibmaschine oder Rekorder oder irgendwie sowas an so einem Ding muss ich dann speichern. Ja, scheint alles leer zu sein. Aber zweimal gucken schadet ja nicht, ne? So, wo war jetzt die Schamanin? Wo ist die entlang gegangen? Ich habe so ein scheiß Ding. Wie nennt man das? So, halt. Oh. Ich habe keine Munition. Und ich bin auch sehr stark verwundet. Ah, rostige Reste benutzt man, um Ding Munition zu machen. Okay, im vorherigen Teil hat man für alles Chemikalie benutzt. Oh, Chemikalie fehlt mir. Ah, das stand da dran, okay. Ja gut. Meine Orientierung ist halt ein bisschen beschissen, aber ich habe die Schamanen... Wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich, hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Was zur verkackten Hölle? Was war das für eine kranke Frau? Ja gut, ich mache hier mal Schluss. Ich hoffe mal, dass das automatisch speichert. Wenn nicht, dann muss ich halt wieder bis hierher zocken. Aber ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein zu vieles Labern hat euch nicht genervt. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Dann versuche ich mich möglichst zurückzuhalten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir Warte mal, habe ich mein Outro vergessen? Oh Mann, echt. Das war's von mir. Genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Leute. Ja,
Daran merkt man, dass ich sehr lange nicht mehr YouTube gemacht habe. Ach, scheiß drauf.